Ja, servus und ein herzliches Willkommen zum Dienstagsvlog. Ja, wir hatten ja ein bisschen Probleme am letzten Wochenende, also am Freitag. Da hatten sie bei uns hier die Internetleitung erwischt und ja, bis das Problem gelöst war, war es dann doch schon relativ spät. Deswegen kam das Video dann erst am Samstag 10.30 Uhr. Ja, ich hoffe, dass dieses Video jetzt pünktlich kommt. Also ich gehe mal davon aus. Und was wird heute ein bisschen passieren? Jo. Ganz einfach. Ich habe wieder ganz normal hier meine Futterkisten zu sortieren. Es ist mittlerweile schon Sonntag. Die letzten Tage war einfach nicht viel zu filmen da. Deswegen habe ich es bleiben lassen. Am Freitag habe ich ja ein neues Mobiltelefon gekauft. Smartphone. Da war ich in Burg Ebrach unten. Und bis ich heimgekommen bin, war es recht spät. Samstag dann gearbeitet und natürlich auch mal normale Arbeit hier daheim. Da habe ich aber auch nichts weiter filmen können. Ja, am Krame geht es aktuell nicht weiter. Der Vater ist leider krank geworden. Der liegt im Moment passiert bei dem nasskalten Wetter, das wir jetzt haben. Aktuell regnet es bei uns. Sieht man hier vielleicht ein wenig. Also jetzt ist es ein ganz leichter Sprühregen. Aber da ist nicht so toll. Jetzt sortieren wir mal das Futter und dann sehen wir weiter. Viel Spaß dabei.
jetzt mussten wir das Video auch mal schnell unterbrechen. Hat gerade jemand aufs Handy angerufen gehabt, der hat Interesse am Kühler vom K15, der noch rumsteht. Ja, mit dem habe ich gerade telefoniert. Der schickt mir jetzt quasi dann das Geld und ich schicke den Kühler. Der geht runter ins Schwabenländle. Ja, und dann ist das Ding auch wieder weg. Wieder ein Drum weniger, was rumsteht. Wieder ein bisschen Geld noch für die Reparatur oder Restauration vom K15 dazu. Ist ja nie verkehrt und ich meine, das Mobiltelefon hat ja jetzt da leider Gottes auch ein bisschen Geld gekostet, das nicht eingeplant war. Aber das ist halt immer so. Wenn du denkst, das läuft, dann hast du irgendwo den Wurm drin, das habe ich ja in dem einen Video schon gesagt, und dann ist der Wurm drin, dann geht irgendwie immer alles schief. Na gut, ich bin ja jetzt hier fleißig drüber am Sortieren, um mal kurz zu erklären, was ich hier jetzt eigentlich treibe. Ich habe hier mehrere Kisten stehen. Und zwar fangen wir an. Die Maddelwanne da, das ist alles Zeug, das auf dem Biomüll fliegt. Das sind schimmliche Karotten oder Orangen, die quasi nicht mehr zu verwerten sind. Das fliegt auf den Müll. Kommt mit auf den Misthaufen. Die Eimer mit Salat hier, die sind für die Gänse, für die Ente und für die Hühner gedacht. Der Einrechtsofen da, der ist für meine Schweine gedacht, das wird dann später gekocht. Da werde ich mal aber den zweiten noch von da drüben mitholen, weil ich glaube, ich habe noch ein paar Kisten vor mir, das wird nicht ganz reichen. Die grüne Kiste da ist gedacht für meine Pferde und das ist die Kiste, die ich jetzt aktuell gerade aussortiere. Und ich nehme halt dann immer die nächste Kiste her und mache hier weiter. Und so geht es stückchenweise und das machen wir jetzt einfach gar. Ich mache halt jetzt, wie gesagt, ein wenig eine Zeitrafferaufnahme davon, dann seht ihr mal, was das für Aufwand ist und seht ihr auch mal live, was da im Endeffekt, also live ist gut, aber ihr seht dann gleich einmal, was das für einen Haufen Müll gibt. Da sieht man mal den Plastikwahnsinn, aber so ist das halt nun mal. Also, viel Spaß noch! So, und damit hätten wir es geschafft. Draußen regnet es schon wieder, wie man sieht. Ja,
Ja, das ist jetzt das Wasser, was den ganzen Sommer über gefehlt hat. Eigentlich nicht verkehrt. Da kann das Getreide noch ein wenig wachsen. Bodentemperatur ist noch nicht so niedrig. Wachstum hat noch nicht eingestellt. Ja, ich bin jetzt fertig mit Aussortieren. Es sind geworden 3 Kisten für die Pferde hinten. Mit Gemüse und Obst und abolabla. Es ist geworden in der obersten Kiste ein paar Trümmer für mein Leo. Da freut er sich drüber. Da ist wieder Wurst drin. Das ist das da. Es ist geworden ein kompletter Eirex-Ofen für die Schweine und der Eimer oben drauf. Da kann ich noch ein paar eigene Kartoffeln dazu tun. Und dann haben wir einen Eimer für die Gänse und 1, 2, 3, 4, 5 Eimer für die Hühner. Und die Kiste da oben drauf, die ist noch für die Schweine mitgedacht. Das sind lauter Handler und Brötler. Die kann ich immer noch einweichen, deswegen vielleicht reicht mir das sogar zum Kochen. Vielleicht brauche ich da gar nicht mehr. Muss ich mal gucken. Auf alle Fälle ist ein bisschen was zusammengekommen. Gut, ich räume hier jetzt noch fix zusammen. Und weil ich ja gesagt habe, ich zeige euch auch mal, was da für Berg dann an Müll zusammenkommt. Ja, so sieht es dann aus. Das wird wieder gut und gerne 2 Plastiksäcke voll geben. Ja, und das drüben im Waschhaus sind bestimmt noch einmal 20 Säcke. Das ist immer von einem Monat, weil einmal pro Monat wird das bei uns geholt, das Plastikzeug. Und jo, sammelt sich immer eine ordentliche Ladung an. Ja, und dann passt das. Ja, mache ich hier noch schnell sauber und gut ist. So, und schon ist die Garage wieder sauber, alles blitzeblank. Das Futter steht jetzt dann hier drüben. Schön aufgeschlichtet, hallo Tiger. Ja, da ist wieder alles zusammengerammt, da ist alles zusammengerammt. Plastiksäcke habe ich schon ausgestellt, morgen wird abgeholt. Da kommen dann noch die vom Waschhaus dazu, beziehungsweise von der Werkstatt. Und dann haben wir das auch. Ja, die Schweine haben ihre Ration gekriegt, die fressen da unten vergnüglich. Der Leo hat was gekriegt. Und jetzt trage ich noch schnell eine Kiste hinter zu den Pferden. Und dann ist das für heute erledigt. Da muss ich bloß später noch in die Ställe. Und dann haben wir das auch wieder. So, nun haben wir Montagabend, es ist jetzt 5:30 Uhr. Vater steht gerade in der Halle, der will dann den Kramer lackieren oder grundieren. Er hat bloß einen Heizlüfter jetzt noch hingerichtet, dass er ein bisschen Wärme dann reinbringt. Und ich habe den Auftrag gekriegt, wie man sieht, ich stehe in der Holzschnitt. Ich mache jetzt einmal die Holzgitterbox oben voll mit Holz für den Ofen, für den Schürofen, dass wir da wieder Material haben. Und da nehme ich euch noch mit. Und das ist dann der Schluss von diesem Video sozusagen. Da wünsche ich jetzt einfach nochmal viel Spaß. Keine Zeitrafferaufnahme jetzt.
So, wenn man sagt, wegen der effektiven Raumaufteilung, reinschmeißen ist doch doof, natürlich. Da stimme ich voll und ganz zu. Aber ich schüre nebenbei noch den Pizzaofen, beziehungsweise es gibt da eine Pizza. Und man möchte auch fertig werden. Von daher mache ich das heute mal im Expressverfahren. Ich bin heute relativ spät heimgekommen. Also mal mehr wie 6 Stunden gemacht, weil ich von der Arbeit aus einen Ersthilfekurs gemacht habe. Das ist quasi für den Betrieb und natürlich auch für den Betrieb daheim mitgedacht. Ja, und da bin ich ja schon kurz nach 4 heimgekommen. Normalerweise wäre ich ja um 2 schon daheim. Deswegen hat sich jetzt alles ein bisschen verzögert. Aber mein Gott, ist auch nicht so schlimm. So, die Gitterbox ist befüllt, also die Holzgitterbox. Da bin ich fertig. Wie gesagt, das ist nur im 0815 Verfahren. Da geht normalerweise deutlich mehr Holz rein als das, was ich jetzt reingeschlichtet habe. Aber für den Zweck, also am Freitag habe ich frei, am Samstag habe ich einen Tag Urlaub noch und am Sonntag, Montag noch einmal frei. Ja, quasi bis dahin wird es mir reichen, das Holz. Dann kann ich es da nochmal in ganz aller Ruhe machen oder halt. Wenn ich lustig bin, ich habe hier noch 2 Boxen stehen, wenn man hier sieht, die kann ich ja bei Gelegenheit auch noch füllen. Und dann ist das kein großer Akt, tue ich mich nicht ab, aber so weit, so gut. Also wie gesagt, es geht deutlich mehr in diese Box rein. Normalerweise vom rein rechnerischen her fahren wir mit dem Ding 2 Steher hoch, aber wenn es jetzt bloß 1,5 sind, dann reicht es auch vollkommen. Gut, verfahren wir es mal. Und dann sehen wir weiter.
So, jetzt stehen wir unten in der Maschinenhalle. Ja, hier läuft gerade Heizlüfter, Badheizlüfter. Sieht man hier. Der wärmt hier drin jetzt ein bisschen auf. Klar, Industrieheizer wäre besser oder was Größeres, aber das geht einfach, dass es hier innen ein bisschen wärmer wird, dass die Feuchtigkeit ein bisschen eingedämmt wird, weil es ist momentan die Luft sehr feucht durch den Regen. Und das merkst du auch hier drin. Sieht man eventuell auch hier. Alles Flugrost. Ja, ist halt einfach so. Die Farbe vom Schlepper, die steht oben. Die Grundierung und der Lack auf dem Schürofen. Die wird ein wenig vorgewärmt. Hier unten wird ein bisschen vorgewärmt. Und dann passt die Sache normalerweise. Jo. Vorder hat vorhin da noch alles ein wenig abgeklebt. Die Zapfwelle hinten und halt alle Teile, die nötig waren zum Abkleben. Sieht man ja hier. Und dann kann das eigentlich losgehen. Da bin ich gespannt. Jo. Und dann schauen wir einfach mal, wenn das Ding fertig ist. Bin ich echt gespannt. Da hat er die Kallriemen vorne abgeklebt, die Bezeichnung für die Größe. Dass man die dann wieder findet. Ja, schauen wir einfach mal. Und an dieser Stelle hier endet dann das Video. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Ich hoffe, die Zeitrafferaufnahmen haben gepasst. Ich habe mal ein wenig rumgedoktert, ein wenig rumprobiert. Ja, Holz auffüllen habe ich jetzt nicht alles komplett gefilmt. Ich wollte nicht noch einmal Zeitrafferaufnahme machen. Aber eine halbe Stunde hier, wie ich nur Holz reinschmeiße, habe ich gedacht, das filme ich auch nicht komplett. Ist ja auch ein Schmarrn. Ja. Ich hoffe, es hat gefallen. Und in diesem Sinne würde ich jetzt dann sagen, bis zum Freitag, 16 Uhr. Ich hoffe, dieses Video lädt dieses Mal ganz normal hoch. Das seht ihr ja dann spätestens am Dienstag, also bei mir morgen um 16.30 Uhr. Und man hört sich wieder. Servus, bis demnächst.